Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute spielen wir The Smiling Man. Ist vom Entwickler Noxus Game Studio. Und ist das erste Spiel, was sie da so gepublished haben. Und wir werden da jetzt reingehen. Ich zeige euch erstmal auf der HIO-Page, was da so über das Spiel geschrieben wird. Damit ihr da erstmal so reinkommt in die Hintergrundstory. Ich weiß ja auch immer nie, wie das da überhaupt dann so rüberkommt. Oder einfach in das Spiel reingeschmissen werden, um zu sehen, ob da überhaupt da die Backstory da überhaupt noch uns erklärt wird oder wir da einfach reingehen, ohne da irgendwas zu wissen. Game is bought by Michael Evans Schutzfilm 2 AM, The Smiling Man. Also da gibt es irgendwie einen Shortfilm, da ist 2 Uhr morgens. Da lachende Mann. A game where a completely madman who watches you and stalks you during the temporarily peacefully night is ready to flee this terrifying danger. Also da ist hier so ein kompletter Irrer, der euch da einfach nur stalkt und ihr hinterher rennt. Und wir müssen halt wegrennen. Noxus Game Studio presents. Das ist ja richtig hochqualitativ. Und Intro. The Smiling Man. Geil. Smiling Man. I have a habit of leaving everything for the night. Yeah, many says that this hobby is mine is strange. And then I decided to go shopping off the market for dinner down. Tonight, I come face to face with evil. Also der Kerl, der macht halt viele Sachen danach. Dass viele Leute denken, der ist halt ein bisschen komisch. Aber naja, ist halt in seiner Art und Weise, halt nur nachts aktiv zu sein. It was a horrible and scary experience. Es war schrecklich und gruselige Erfahrung. Es war 2 Uhr am Morgen. Na ja, gut, los geht's. Ja, gutes Market. Machen wir jetzt wohl hier unsere. Ach, schöner Sternenhimmel. So, dann machen wir jetzt unsere Einkaufsbummel. Oder was? Hier, Ecke. Komm mal nicht hin. Need to interact. Hey, watch you all the time, even at bedtime, all the time. Jetzt sollst du halt auf die aufpassen. Oder? Hey, watch you all the time, even at bedtime, all the time. Also hier, da schau dich immer an. Egal ob Nachtzeit oder Schlafzeit. Immer. Na ja, gut. Gehen wir dann hin. Links, rechts. Hey, I'm tired. To run now. Okay, da will er nicht rennen. Gehen wir mal links rum. Ah, hier links rum ist Wand. Scheiße. Wo ist der Smiling Man? Der frisst uns doch jetzt. Soll ich? Ah, hier. Hier kann ich ja über die Straße gehen. Hallo, sind Sie der Smiling Man? Ich sehe Sie. Das Auto. Ist er noch dort? Ja, steht er. Na, wir sind auf dem Weg zum Markt. Warum nehmen wir denn nicht unser Auto? Hier wieder los. Jetzt kommt noch wieder Jumpscare. Oh, nee. Ist ja eh schon ein bisschen zu laut. Ich werde nochmal ein bisschen reduzieren von meiner Lautstärke. Und da hier der Garten hier in die Fresse springt. Smiling Man. Gutes Markt. Na, wo ist denn der Markt?
bin ich im Wald. Ach du Scheiße. Kann ja auch nicht auf die Straße gehen. Da steht ja erstmal so eine englische Telefonzelle im Nirgendwo. Das ist ja schon mal besser. Das für ein Regaldesign. Ja. Ich kauf da mal ein paar Pixel ein, du. Na du, einmal das bitte. It was $1, 81 cents. Hey. Ah. Go home. Na, das ist gut. Hallo. Sie sind ja aber auch ganz schön groß. Und von innen drin sehen sie ja auch ganz schön hässlich aus. So gefährlich sehen sie ja gar nicht aus, Junge. Kann sogar durch ihre Brust sehen. Ohne Brust kein Frust. Ja? Haben sie noch einen schönen Tag. Seien Sie vorsichtig, da hier soll so ein Verrückter rumrennen. Ah, hier. Wie kommt der da rüber? Sie sind ja ganz schneller. Ne? Schönen Abend noch. Wisst ihr noch, wo unser Haus war? Das war das erste Haus hier in der Reihe. Das ist der Smiley Man, glaubt ihr? Ihr denkt immer so schlecht von den Leuten. Das sah mir eigentlich ganz sympathisch aus. Aber naja, müsst ihr wissen. Ich guck da auch nicht so viel links und rechts. Ah, hier. Na, hallo! Better not get closer to this madman. Okay. Na, ich kann ja gar nicht so mit ihnen interagieren. Da ist ja vor meiner Haustür. Guck da so ein bisschen rüber. Ja. Next night. Ja, nichts passiert hier, da hockt halt nur ein bisschen rum. Ist ja ein freies Land, du. So, go to the market. Psst, rennen da immer zum Markt in der Nacht. Macht ja schon gar keinen Sinn. Hätte da zwei Packungen Instant-Nudeln gekauft, dann müsste da nicht zweimal laufen. Okay. Naja, gut. Gucken. Ah, hier. Hallo, mein Freund. Schönen Abend, hä? Ich bin auch immer so jemand, der nachts unterwegs ist. Aber es ist immer schön, da bekannte oder freundliche Gesichter zu sehen. Basis Skip. Der kommt jetzt hier angeschritten. Kommt's vom Zirkus oder was? Hallo.
ist Midgard zum Markt. What the hell do you want? Was zur Hölle willst du von mir? Slayer da wie Michael Jackson im Moonwalk vorwärts weg. Schum, schum, schum. Geil. So, jetzt ist er weg, Kollege. So, da springt man gleich wieder in die Fresse. Was geht denn jetzt ab? Ja, das habe ich genug gemacht. Ah, Entschuldigung. So, da müsst ihr jetzt irgendwie auch. Wir rennen jetzt zum Markt. Ah, wir können jetzt hier auf die Straße verlaufen. Geil. Hier irgendwie rein? Nee. Hilfe, Hilfe! Ach du Scheiße! Wir haben geschlossen. Hallo. Oh. Na gut. Bad Ending. Schauen wir mal die anderen Enden an. Da lag ja noch was auf dem Tisch. Vielleicht eine Knarre. Und wir können den da mit Nudelsuppe bewerfen oder so. Ja, komm. Skip. Wir haben gesehen, dass da es nicht mit der Telefonzelle klappt. Wir haben ja noch die Schlüssel im Laden, aber also müssen wir irgendwie wieder aus dem Laden hinauskommen. Ohne zu sterben. Neben dem Laden steht ein Auto. Da gibt es ja die Autoschlüssel. Das müsste ja irgendwie. Komme ich ja auch nicht raus. Ach, hier ist das Fenster vielleicht. Nee. Komme ich nicht raus? Ich da den Körper an. Continue. Da bin ich. Ja. Durchgeklitscht. Durch die Matrix. Good Ending. Ich weiß nicht, wie ich rausgekommen bin. Aber trotzdem. Ganz geschafft. Was ist denn besser hier? Genau. Schön in die Nase probing, du. Okay. So, meine lieben Freunde. Das war's jetzt. Smiling Man. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr wollt, könnt ihr ja den Kanal abonnieren und mich bei weiteren Horror-Games zu sehen, wie ich das spiele. Ja, genau. Und vergesst nicht zu liken und subscriben und kommentieren und alles. Das hilft mir sehr, kostet euch nichts. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und goodbye.